Es wird ernst, vor allen Dingen an den Alpen. Und statt Bilder machen wir jetzt den Unwetterteil vorne im Video, denn da kommt einiges an Regen runter. Grüße Sie und grüße euch. Und es wird im Nu so aussehen. Noch ist alles ruhig. Es gab schon intensive Regenfälle in einigen Teilen Deutschlands, aber der große Regen wird mit dem heutigen Tag kommen und morgen gibt es noch einen Nachzügler. Und ich habe mal nachgeguckt. Das war der 30. Mai 2013. Das letzte große Hochwasser, das wir hatten. Und das waren die Niederschläge mit der Verteilung. Am 31. Mai zog sich das so ein bisschen nach Westen zurück, gleicht in etwa dessen, was wir gestern hatten, nur mit deutlich weniger Regen gestern. Und dann am 1. Juni hatten wir am Alpenrand und am Nordrand des Erzgebirges intensive Regenfälle und am 2. Juni auch noch in diesen Gebieten. Und in der Summe kamen beispielsweise an den Alpen 200 bis 400 Liter Regen auf den Quadratmeter zusammen. Es gab dieses große Hochwasser, da stand ja damals dann auch Passau unter Wasser, Donau und Inn haben sich da zusammengequetscht. Und dann hatten wir auch an der Elbe dieses enorme Hochwasser. Und was kommt jetzt zustande? Das berechnen die Modelle, das ist das französische Modell, bis einschließlich morgen. Da sollen in diesen Gebieten 200 bis 300 Liter Regen auf den Quadratmeter zusammenkommen, unmittelbar an den Alpen, zieht sich rauf durch Franken bis an die Ostsee mit Niederschlagssummen auch von 50 bis 80 Liter auf den Quadratmeter. Das ist fürs Flachland gar nicht mal so wenig. Das europäische ECMWF-Modell, das viel grobmaschiger ist, zeigt in den Gebieten zwischen 50 und 150 Liter auf den Quadratmeter und die Zone mit den größeren Niederschlägen in der Mitte und im Norden wird weiter nach Westen berechnet. Das UCMO-Modell, ihr erinnert euch, das ist das englische Modell, das in den letzten Tagen immer mal wieder diese großen Summen berechnet hat, liegt auch bei 50 bis 150 Liter, macht das in der Nordhälfte eher ein bisschen weiter im Osten. Das deutsche Modell EIKEN ist am Alpenrand mit 100 bis 200 Liter dabei, zieht sich auch bis an die Ostsee rauf, liegt genau dazwischen. Und zu guter Letzt noch das amerikanische GFS-Modell, das zerfließt im Norden so ein bisschen, bringt aber auch hier einen großen Niederschlagsknubbel von 70 bis 140 Liter auf den Quadratmeter. Und das ist viel. Das wirkt zwar alles so wenig, aber es ist eine ganze Menge. Wir gehen noch einmal kurz auf die Unterschiede bei den Modellen ein, die sogenannten Globalmodelle. Das sind die grobmaschigen Modelle, die die Gitterpunkte weit auseinander haben, rechnen diese Liter. In diesen Gebieten, da sollen zwischen 50 und 150 Liter auf den Quadratmeter zusammenkommen. Und die feinmaschigen Modelle, die sogenannten Lokalmodelle, die das viel besser erfassen bei solchen Lagen, liegen bei 200 bis 350 Liter Regen auf den Quadratmeter. Das wird es nicht überall verbreitet geben, aber da wird es einige Punkte geben, da haut es dann eben mal 300, 350 Liter runter. Und in diesen Gebieten steht eben nur alles unter Wasser. Das fließt in die Bäche, dann in die Alpenflüsse, die schwellen sofort an, werden braun, fließen Richtung Donau. Das gibt im Nu Hochwasser der Meldestufen 1, 2, 3, vielleicht sogar dann 4 und fließt Richtung Donau und auch in den Rhein rein. Der Bodensee wird auch wieder ansteigen. Kommen wir zu den Niederschlägen, die es gestern gegeben hat. Natürlich alles als Regen. Da hatten wir im Südwesten intensive Regenfälle, zum Teil über 60 Liter auf den Quadratmeter. Und dann auch noch rund um Oberfranken, die Oberpfalz bis ins nördliche Niederbayern. Punktuell dann auch zum Beispiel in Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern. Und in diesen Gebieten wird es ja auch regnen. Außerdem hat es jetzt in der Nacht hier noch weiter geregnet. Die Tiefstwerte gestern lagen bei 10 Grad im Harz, 10,4 Grad, da mussten wir abrunden, und bei 21 Grad auch abgerundet, direkt an der Ostsee. Die Höchstwerte, eine große Verteilung, was die Temperaturen anging. Im Osten war es richtig heiß. 36 Grad wurden hier erreicht, im Allgäu allerdings nur 19 Grad. Und das wird eben der Unterschied auch in den nächsten Tagen sein, wo wir Wolken haben. Mit Regen ist es richtig kalt gefühlt. Und dort, wo die Sonne rauskommt, so weiterhin Sommer, halt mal nicht über 30 Grad, sondern nur knapp 30 Grad. Das ist die Wetterlage der kommenden Nacht. Festgetackertes Hoch über Russland, festgetackertes Hoch über dem Atlantik, kräftiges Tief über Island. Und hier gibt es diese Strömung mit einem kleinen, flachen Tief einmal am Boden und dann auch ein Kaltlufttropfen in der Höhe über Italien. Hier strömt die kühle Luft rein, da strömt die heiße Luft nach Nordwesten. Und genau in diesen Gebieten entstehen diese Niederschlagsgebiete. Wir gehen nochmal zurück. Das sind die Isobaren, die liniengleichen Luftdrucks. Die sind ganz weit auseinander und genau in diesen Gebieten
entstehen die kräftigsten Niederschläge und die kräftigsten Regenfälle. Das ist oft bei diesen Lagen, wo es Hochwasser gibt, da tut sich nichts. Das hatten wir zum Beispiel auch, das musste um den 22. Mai 1999 gewesen sein. Das war auch eine ganz schwach gradiente Lage, wo die Regengebiete fast stationär geblieben sind, ohne Wind. Und es hat geregnet, geregnet und geregnet. Und das war damals eine noch viel größere Herausforderung, das zu prognostizieren. Da gab es diese ganzen feinmaschigen Modelle noch gar nicht. Kommen wir zur Wetterlage dann am Dienstag. Die sieht ja fast genauso aus. Da haben wir wieder diese Strömung. Allerdings soll dann die Luft trockener werden. Temperaturen in 1500 Meter Höhe, ähnlich wie jetzt, so zwischen 10 und 15 Grad. Und wenn wir noch einen Zeitschritt weitergehen, da sind wir in einer Woche, da haben wir wieder den Hochdruckblock auf dem Atlantik, den Hochdruckblock über dem Kontinent und hier ein flaches Tief direkt über Deutschland liegen. In den jetzigen Modell-Output-Sachen haben wir da wenig Schauer und Gewitter. Der Vorlauf hat viele Schauer und Gewitter gebracht. Es gibt also Unsicherheiten, was das angeht. Vor allen Dingen, es wird zwar heiß in dieser Woche, aber nicht unbedingt die ganze Zeit beständig. Temperaturen in 1500 Meter Höhe zwischen 15 und 20 Grad. Es wird nochmal heiße Tage geben. Und kühl ist es heute mit Regen. Wir starten mit Regen, der aus den Alpen jetzt in der Nacht wieder nach Norden gewachsen ist, wird sich dann auch gleichzeitig am Alpenrand neu aufbauen und intensivieren. Das ist wie so eine Welle. Praktisch die Luft kommt über die Alpen, dreht sich zurück, wird zum Aufsteigen gezwungen und dann entsteht ein Regengebiet nach dem anderen, Starkregen mit Gewittern durchsetzt und dann noch diese Regenzone, die sich bis zur Ostsee rauf erstreckt. Am Nachmittag regnet es in diesen Gebieten weiter, wobei der Regen hier nachlassen wird. Intensiv weiterregnen wird es in den Gebieten, die wir eben gesehen haben, von der Nordostschweiz bis in den Süden Bayerns rein, auch Tirol, Vorarlberg davon betroffen, der Südosten Baden-Württembergs. Im äußersten Westen über die Benelux-Länder ziehen Schauer und Gewitter, die uns vom Emsland bis Richtung Saarland dann gegen Abend erreichen. Dazwischen haben wir Wolken und Sonne im Wechsel. Der Wind ist vor allen Dingen im Norden spürbar, aber auch sonst merken wir den, vor allen Dingen ist er kühl. Apropos kühl, 15 bis 20 Grad gibt es unter den Wolken mit Regen, sonst 21 bis 29 Grad. In der Südpfalz sind bis zu 30 Grad drin. Im äußersten Osten Brandenburgs und Sachsens bis zu 31 Grad und im Osten Österreichs sind es um die 35 Grad. Der morgige Samstag bringt weitere Regenfälle bis etwa so 15, 16 Uhr. Da haben wir von der Ostschweiz, Vorarlberg, Tirol, auch Südtirol bis rauf zur Ostsee Regen mit Gewittern durchsetzt, intensiv im Westen, schlagartig, wie mit dem Lineal gezogen, ist da der Sonnenschein, im äußersten Osten Österreichs auch. Und das Ganze wird dann am späteren Nachmittag zum Abend hin ruckzuck aufhören. Es schüttet noch wie aus Eimern und zwei Stunden später scheint die Sonne und die Flüsse, die treten derweil über die Ufer. Der Wind ist ziemlich ruppig, kommt aus westlichen Richtungen, Höchstwerte im Regen 17 bis 21, sonst 22 bis 29 Grad. Am Sonntag, als wäre nichts gewesen, die Sonne scheint, fast sogar wolkenloser Himmel, ein paar bauschige Quellwolken bilden sich und die Alpenflüsse sind braun und reißend und es rauscht und gluckert. Im Osten, etwa von Tschechien rein bis über das Mühl- und Waldviertel und dann Richtung die östliche südsteirische Weinstraße, da fällt noch Regen und am Nachmittag tauchen auf der Nordsee einzelne Regenschauer auf. Hier ist es ziemlich windig aus südwestlichen Richtungen, sonst haben wir im Osten noch Nordwind. In den Gebieten ist es ruhig, 23 bis 30 Grad an und auf der See sowie unter den Regenwolken ist es kühler. Die neue Woche startet dann noch mit vielen Wolken am Montag, das ist ruckzuck wieder zugezogen, mit einzelnen Schauern. Im äußersten Osten fällt Regen, der Wind kommt hier ruppig, zack, geht's los aus östlichen Richtungen und die Temperaturen erreichen schwülwarme 23 bis 31 Grad. Am Dienstag scheint dann wieder die Sonne, nach Westen zu besteht ein leichtes Schauerrisiko, Temperaturen 20 Grad unter den Wolken im Mühl- und Waldviertel und an der See 32 Grad am Mittelrhein. Am Mittwoch ist es dann sonnig und heiß, verbreitet in Mitteleuropa, es gibt nur wenige Wolken, 25 bis 35 Grad. Am Donnerstag setzen wir einen drauf, tendenziell wird es von der Neiße bis in die Osthälfte Österreichs ein paar Schauer und Gewitter geben und dann bleibt es wohl noch heiß am Freitag und schwül. Es gibt zunehmend Gewitter, das ist dieses kleine Tief, das wir da eben gesehen haben und am Wochenende sollen sich die Gewitter dann wieder abschwächen und nach Südosten zurückziehen. Eigentlich müssten wir hier ein großes Fragezeichen drin machen, denn die Vorläufe haben wieder viel mehr Schauer und Gewitter gebracht, auch Unwettergefahr und größere Regensummen. Das ist noch nicht vom Tisch. Außerdem nicht nur dieses Wochenende, sondern möglicherweise dann auch
die Gewitterlage in einer Woche machen die Statistik jetzt dieses Sommers völlig zunichte. Der wird dadurch überhaupt nicht so wahnsinnig trocken ausfallen. Er wird auch nicht so extrem sonnig sein, wie ursprünglich mal gedacht, wenn es so weitergegangen wäre. Und die Temperaturen schaffen es nur auf Platz 2, in Anführungszeichen. Ganz kurz noch zwei Ensembles für den Nordwesten. Hier die rote Linie kennt ihr, Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Weiße Linie, das Mittel aller Modellberechnungen, die wir im Bund finden. Da sind nur wenige Niederschläge dabei, aber immerhin sind welche dabei. Da gibt es nach dem Regen, der jetzt kommt, eine kurze Phase, wo es mal weniger regnet und dann immer mal wieder. Und es sind auch mehr Ausreißer dabei. Das europäische ECMWF-Modell macht den Unterschied zwischen dem langjährigen Mittel und den Temperaturen, die wir erwarten, etwas niedriger. Das heißt, da wird es nicht ganz so oder soll es nicht ganz so warm werden und auch mehr Niederschläge. Da ist also was im Busch, so durchgehend sonnig. Wie in den letzten Wochen wird es da nicht weitergehen. Das Ganze noch für den Südosten, in dem Fall Salzburg. Da haben wir jetzt erst einmal die intensiven Regenfälle. Dann geht es rauf mit den Temperaturen und ab etwa Mitte der kommenden Woche geht es dann weiter mit immer wieder Schauern und Gewittern. Die Temperaturen sind relativ hoch. Das europäische ECMWF-Modell macht da mehr Temperaturen, die ein bisschen weiter unten sind, und vor allen Dingen auch deutlich mehr Niederschläge. Also, kurz Zusammenfassung, jetzt gibt es viel Regen, vor allen Dingen am Alpenrand mit Hochwasser. Dann wird es vorübergehend ein paar Tage freundlicher. Wir kriegen einen Nachschlag in Sachen Hitze in der nächsten Woche. Und dann kommt die schwül-warme Gewitterluft wahrscheinlich bis Anfang September. Bis später.